Hallo. Hallo, Patilda. Was hat sie denn? Du siehst aus, als könntest du einen Happen vertragen. Das weiß ich zu schätzen. Wie steht es um unser kleines Königreich? Bisher scheint alles problemlos zu laufen. Danke, mach's gut, meine. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Patilda hat sich etwas vorgedrängelt, ehe ich euch begrüßen konnte. Also, herzlich willkommen hier zu einem neuen Abenteuer in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wir haben den letzten Tag im Herbst und ich habe ja gesagt, dass ich den letzten Tag dazu nutzen will, um zum Sambor zu laufen. Da müssen wir uns aber erstmal etwas Verpflegung einstecken, damit wir über die Runden kommen. Und zwar nehmen wir, ja, Kohlsuppen. Wir nehmen uns mal 4, okay, noch 5 sein, 5 Kohlsuppen. Dann hat uns die Patilda hat uns einen Apfel gegeben, eine Birne gegeben, alles klar. Wir werden jetzt uns erstmal den Bauch vollschlagen. So. Wir essen diesen Apfel, die Birne, 2 Kohlsuppen, das reicht, haben wir noch 3 für unterwegs. Und wir schaffen erstmal die Schälchen wieder weg und schauen gleich mal, was wir noch zum Verkaufen mitnehmen können. So, packen wir auch mal die Schälchen aus. F. So, dann nehmen wir mit den Bogen, den wir bauen mussten. Dann den Knüppel, den brauchen wir erstmal nicht. Den Kupferspeer nehmen wir mit. Dann haben wir ja Steinmesser 18. Auch wir nehmen noch 2 mit. Haben wir 20 zum Verkaufen. So, dann von den Eimern nehmen wir mal die Hälfte mit. 7. So, was haben wir denn noch drin? Die Säckchen lassen wir drinnen. 13 Fackeln, dann haben wir auch mal 10 mit. So, was haben wir denn noch? Die Hosen, die Stiefel, das andere lassen wir alles drin. Die Bierflaschen lassen wir drin. Aber Bierflaschen, nee, die lassen wir mal drin. Wenn die nicht in Benutzung sind, dann gehen die ja auch nicht kaputt. Bronzeband, das lassen wir alles drin. Von den Federn können wir mal noch welche mitnehmen. Dann nehmen wir mal noch 100 mit. Na, 99, 100. Bestätigen. Karottensamen, Kohlsamen. Da haben wir jetzt viel da, aber den behalten wir erst einmal. Pelze. Was haben wir denn an Leder? Holzrechen, da kriegen wir ja nichts davor. Leder haben wir wohl gar keins. Entschuldigung. Doch, 16. Naja gut, nee, aber Beutel machen wir jetzt keine. Wir marschieren jetzt los. Wir haben einiges eingesackt. 7.36 Uhr. Wir schnappen halt den Rekufbogen. Müssen wir uns erstmal auf der einlegen. So. Dann die Eisenpfeile entsockeln und wieder sockeln, dass wir alle 40 im Köcher haben. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's auf nach zum Sambor. Über Gostovia. Großen Teil der Strecke werdet ihr sehen, werde ich rausschneiden. Also, wie ich hier durch den Wald flitze, das ist ja nun wirklich nicht sehr erbauend. Also, ihr kennt ja die Gegend alle selber.
Ja, jetzt werden wir erstmal unsere Waren hier verkaufen. Mal gucken, wo ist sie denn hier? Wer bist du? Bonavoy, das ist ein Händler. Das ist bestimmt einer, der Geschenke und sowas verkauft. Best goods in the valley. Na seht ihr, Madeira-Wein für 1300, Parfüm für 650, ein Seitenumhang für 975, silberne Ohrringe für 650 oder Weihrauch für 975. Ich schwanke zwischen silbernen Ohrringen und Parfüm. Wir nehmen das Parfüm. Ein Parfüm. Leb wohl, mein Freund. Ach, der Dotten kommt doch. Nee, ist er nicht. Ich hab gedacht, das ist ein Unigust, seine Frau, die jetzt langsam wieder mal in den Laden kommt. Wo ist denn die? Ah, da kommt sie. Das ist er ja, hä? Ist er das? Ja. Der Dobrogniva Gnika. Zeig mir deine Ware. Ja, dir verkaufen wir jetzt. Erstmal unseren Bogen, den wir uns bauen mussten. Dann den Knüppel aus dem Sack. Den brauchen wir nicht. Den Kupferspeer. Die 20 Steinmesser. Die 7 Eimer. Was haben wir noch? Die 10 Fackeln. Kohlsuppe brauchen wir selber. Und die Federn. Jetzt haben wir 3864. Da haben wir doch ein gutes Geschäft gemacht. Wir haben ein Geschenk gekauft und haben sogar etwas mehr Geld in der Tasche. Das sieht doch gut aus. Mach's gut. Bye bye, jawohl. Und jetzt flitzen wir rüber zum Sambor. Wenn da nichts weiter passiert, werde ich diesen Weg auch etwas beschleunigen. Das sind die zwei Bretter, die wir abgelegt haben. Die nehmen wir demnächst auch mit. Da oben müssen auch noch irgendwelche Stämme rumliegen. Suchen wir nachher. Jetzt flitzen wir quer durch den Wald. Wir werden uns erstmal, nee, nicht so, sondern über Unigos Geschichte, sprich mit Sambor F. So, jetzt haben wir uns mal das Ausrufezeichen gesetzt. Ah, hier steht er schon, wartet schon auf uns. Hallo, ich habe gehört, dass du nach mir gesucht hast. Warum hat das so lange gedauert? Warte, warte, langsam. Wovon redest du? Du musst sie töten. Von der verdammten Eule natürlich. Kannst du sie nicht töten? Was für eine Höre. Eule, ich höre nichts. Bist du taub? Wie kannst du sie nicht hören? Ich halte das nicht aus. Versuch dich zu entspannen und mir das Problem zu schildern, wenn du meine Hilfe willst. Ich kann nicht schlafen wegen diesem verfluchten Vogel. Die macht Schuschu, Schuschu und Schuschu. Ich will
die tot sind. Warum kümmerst du dich nicht einfach selbst darum? Ich jage nicht mehr. Ist das dein Ernst? Du lebst in einer Jagdhütte. Ich habe das hier nicht gebaut. Der Jäger ist vor einer Weile gestorben und ich habe es übernommen. Es gefällt mir. Zumindest hat es das, bevor diese verdammte Eule hier aufgetaucht ist. Wenn ich dich das fragen darf, du darfst mich nicht fragen. Kaufst du dein Fleisch stattdessen? Isst dir hier keine Hühner oder dergleichen? Hör mir jetzt gut zu, du kleiner Hosenscheißer. Ich schulde dir überhaupt keine Erklärung. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Aber wenn es dafür sorgt, dass du Ruhe gibst, nein, ich kaufe kein Fleisch. In letzter Zeit halte ich mich eher an Gemüse und Getreide. Das ist genau das, was mein Essen ist. Verdammt, du bist so nervtötend. In meinem Leben habe ich einige Dinge getan. Die schlimme Dinge. Dinge, die man nicht tun sollte. Ich nicht und niemand sonst. Das hat sich verändert, als ich deinen Onkel getroffen habe. Er hat mir dabei geholfen, ein paar Dinge wieder gut zu machen. Mindestens auf eine Weise. Verdammt, weiter. Als ich unsere Wege trennten, habe ich mir etwas geschworen. Keine Gewalt mehr, kein Blut an meinen Händen. Aber wenn du mir weiter auf die Nerven gehst, dann nehme ich diesen Schwur zurück. Willst du das? Du musst entschuldigen. Ich habe mich um eine Eule zu kümmern. So, natürlich tappe ich nicht blindlings in so ein Abenteuer rein. Vor allem nicht, wenn es hier um die Aufnahme geht. Ich habe mich nämlich schon mal kundig gemacht und habe mich hier ehrlich gesagt dumm und dämlich gesucht nach dieser scheiß Eule, muss ich wirklich sagen. Bis ich durch Zufall drauf gekommen bin, dass dieser Vogel hier hinten die Eule ist. Verzeih, ich arbeite. Und was genau machst du hier? Das geht dich gar nicht an. Oh, ich denke doch schon. Du bist die verdammte Eule, nicht wahr? Keine Ahnung, wovon du redest, Kumpel, aber ich würde abhauen, wenn ich du wäre. Weißt du überhaupt, was du hier gerade anstellst? Ja, die einfachsten Münzen meines Lebens verdienen. Der Rest ist mir egal. Oh, wirklich? Ich wurde nämlich geschickt, um diese lärmende Eule zu töten. Versuchst du etwa mir zu drohen? Überlege dir gut, was du als nächstes sagst. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin es nicht, vor dem du dich fürchten solltest. Du solltest eher vor dem Angst haben, der mich geschickt hat. Ja, und wer soll das sein? Sambor. Gut, ich kenne nämlich keinen Moment. Hast du Sambor gesagt? Das ist richtig. Hör zu, Mann, ich will keinen Ärger. Mir wurde gesagt, ich soll hier hin und wieder herkommen und so tun, als wäre ich eine Eule. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mich mit einem Boss anlege. Ich verschwinde und komme nie wieder. Bitte lass mich einfach gehen. Glaubst du wirklich, dass du nach dieser Sache einfach so gehen kannst? Sambo ist stinksauer. Bitte lass mich einfach gehen. Ich mache immer, was du willst. Als erstes sagst du mir, wer dich geschickt hat und wer dich bezahlt hat. Das war Wolrad. Er lebt in einer Ortschaft, die Tutkin heißt. Das ist alles, was ich weiß. Ich schwöre. In Ordnung. Vielleicht kann ich versuchen, Sambor davon zu überzeugen, dieses Mal Nachsicht walten zu lassen. Aber dafür brauche ich etwas von dir. Was du willst. Erstens will ich alles, was dir Wolrad bezahlt hat. Oh ja, ich habe 100 Münzen gekriegt. Natürlich. Hier hast du es. Darf ich jetzt gehen? Ab mit dir. 100 Geld haben wir gekriegt. Das ist doch gut. Hat sich doch gelohnt. Den nicht einfach so gehen zu lassen. Und Reputation. So, jetzt sag mal, was los ist.
Ich habe mich um deine Eule gekümmert. Und? Nein. Ist sie tot? Nein, aber er ist fort und wird nicht zurückkommen. Er? Ich weiß, das klingt verrückt. Aber es war eigentlich gar keine Eule. Es war ein Mann, der dafür bezahlt worden ist, eine Eule zu spielen. Was redest du da für einen Unsinn? Glaub mir, ich weiß, wie das klingt. Aber angeblich hat ihn ein Mann namens Wolrad angeheuert. Hm, du kennst ihn? Ha, dieser alte Hundesohn. Ha, er hat mich wirklich dran gekriegt. Also kennst du ihn? Natürlich kenne ich ihn, aber einer von uns, die glorreichen Fünf. War er das wirklich? Die Eule meint, er lebt in einer Ortschaft, Tutki heißt. Ja, es ist nicht weit weg von hier. Er lebt dort mit seiner Familie und verkauft Esel. Das passt irgendwie. Ein dummer Esel war er schon immer. Ich würde ihn gern treffen. Und das wirst du auch, denn du wirst ihn ein Päckchen von mir bringen. Kein Problem, was ist in dem Päckchen? Eine besondere Überraschung, aber du musst später dafür wiederkommen. Ich brauche etwas Zeit, um es vorzubereiten. Weißt du was? Komm morgen wieder. Ich mache es etwas größer. In Ordnung, dann sehen wir uns morgen. 49 Reputation gekriegt? Naja, wir werden ja sehen, was es gibt. Ich weiß es schon. Aber ich spoilere hier nicht. So, jetzt laufen wir. Wie spät haben wir es denn? Wir haben 14.59 Uhr, also um 3. Also laufen wir jetzt zurück in unser Dorf. Aufpassen, nicht, dass wir hier mit den Wölfen in Konflikt kommen. Irgendwo werden unsere Stämme liegen, die wir mitnehmen wollen. Die schnappen wir uns. Die Bretter, die dort unten liegen, schnappen wir uns auch. Und da werden wir diesen Kram erstmal nach Hause tragen. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, wo die Stämme liegen. Die liegen hier irgendwo am... Hier liegen sie doch schon. Die drei Holzstämme nehmen wir mit. Und machen uns nach Haus. Na, dann ist auch, was nicht so richtig passt, dass wir nächsten Tag müssen wir schon wieder zu diesem Sambo flitzen. Es wird Zeit, dass die Quest zu Ende geht. Aber ich weiß nicht, wie lange sie dauert. Da, die Bretter schnappen wir uns noch. Zack. Und den Stein können wir auch mitnehmen. Hier liegen aber einen Haufen Steine wieder rum. Nee, es werden keine Steine jetzt gesammelt. Du trinkst jetzt hier einen Schluck. So, und weiter geht's. Können wir nicht auch mal ein bisschen querfeld einlaufen? Hier oben haben wir einen Quest bei uns. Müssen wir mal gucken nachher. Gut, jetzt haben wir uns einen Wegpunkt gesetzt. Noch 1000 Meter. Wir versuchen mal jetzt querfeld einzulaufen. Nicht immer dieselbe Strecke. Ach nee, wir wollten noch dort hinten. Schauen, da haben wir doch auch noch was an die Seite geschmissen, denke ich mir. Da hinten waren da auch irgendwo noch welche Stämme, die wir an die Seite gepackt haben. Oder haben wir die schon mitgenommen? Ich weiß es nicht. Sieht das nicht schön aus, wenn die Sonne so untergeht und sich in dem
in den Laub so die untergehende Sonne spiegelt oder reinscheint. Das haben sie echt gut gemacht, muss man wirklich sagen. Das Schattenspiel hier im Wald sieht wirklich genial aus. So, die müssten ja, wenn ich noch mich dran erinnere, die Stämme müssten ja dann hier irgendwo in Laufrichtung auf der rechten Seite liegen. Werden wir mal sehen, ob wir, oder ich habe sie schon mal mitgenommen, ich weiß es nicht. Na, hier scheint aber nichts zu liegen, also. Ne. Sieht nicht so aus. Vielleicht finden wir sie im Winter. Da finden wir sie garantiert, wenn sie irgendwie rumliegen. Wenn alles weiß ist. Ich glaube nicht, dass die Stämme zugeschneit sind. Könnte ich meinen Wegpunkt auch wieder wegnehmen hier. Irritiert bloß. Stört mich irgendwie. Ich hatte erst vor, Querfeld einzulaufen, aber dann ist mir das ja eingefallen, dass wir ja den Weg absuchen wollten, ob wir noch irgendwo was abgelegt haben. So, na, da flitzen wir mal durch den Wald. Unseren üblichen Weg. So, und im Winter werden wir uns auch um Elch, Wiesent und Bär kümmern. Wenn wir die Geschichte Sambor und Wollrad abgeschlossen haben, werden wir mal einen Tag einlegen, wo wir auf Großwildjagd gehen. Dürfte ja eigentlich schnell erledigt sein, denke ich mir. Man hofft. Denn der Bär ist nicht weit weg von hier. Wir sind hier und ich glaube mal hier müsste die Bärenhöhle sein. Nee? Moment, müssen wir mal etwas größer machen. Die liegt ja auf alle Fälle an einem Weg. Hier ist er. Naja gut, das ist schon ein ganz schönes Stück. Das liegt auf halbem Weg. Hier ist eine Bärenhöhle. Dann die anderen Bären sind alle etwas schwerer zu finden. Hier müsste auf alle Fälle einer sein. Oder manchmal sogar zwei. Ach, Konstantin der Erste, der Beliebte, ist unser König. Naja, da haben wir ja mal... Wenigstens mal Glück haben wir ja einen gnädigen König. Alles klar, wir laufen weiter. So. Aber eins machen wir heute noch. Wir bauen uns noch. Ist das immer noch Arbeitszeit? Ah ja, die hören gleich auf. Eine Minute vor um 6. Jetzt setze. Machen wir mal die Pilze. Jetzt sind sie natürlich. Jetzt haben sie Feierabend. Und wir machen heute auch nicht so sehr lange. Wir schauen nochmal in unser Ressourcenlager, ob wir da noch was erledigen müssen. Und wir werden noch ein Phantomgerüst hierher bauen. Wir haben ja noch das hier liegen. Die Stämme. Was haben wir, eine Axt? Haben wir die Axt noch dabei? Ne, die müssen wir uns holen. Müssen wir eigentlich heute auch nicht machen. Müssen wir eigentlich heute auch nicht machen. Wir gehen uns jetzt erstmal waschen. Trinken etwas Wasser. Jetzt
Hier rein ins Wasser, die tauchen unter. Ja. Und dann holen wir uns mal einen Hammer und machen mal das Feld noch weg. Und werden sehen, was noch passiert. Können wir gleich mal gucken, was wir alles so jetzt, was wir alles so drin haben. Wir können ja auf den Weg nach zum Sambor, also nach Gostovia. Steinmesser, gucke an. 2 haben wir weggenommen, 16 hatten wir, da hatten sie noch 14, haben sie 3er gebraucht, alles klar. Und Steinäxte haben sie auch 3er gebraucht. So, schauen wir mal. Leder, was haben wir denn? Ein Leder. Das finde ich, Leder wieder nicht. KL hier 31, ne, da können wir ja mal was machen. Da nehmen wir mal 27. Dass die für nächsten Tag in der Näherei auch noch was haben. Und wir machen uns jetzt 9 Taschen. Aus den 27 mal Leder. So. So, schauen wir mal, wie spät wir es haben. Wir haben es 18.52 Uhr. Und da suchen wir uns mal ganz flott noch ein paar Steine. Muss mal ein bisschen breitwegerig. Und die brauchen wir eigentlich nicht. Naja, doch, wir suchen mal noch ein bisschen breitwegerig. Im Winter finden wir ja keins. Wenn wir auf Wiesentjacht gehen wollen, da brauchen wir schon ein bisschen Lebenserneuerung. Ich weiß nicht, wie viel wir im Lager haben, aber so sehr viel ist das nicht. Besser man hat, als man hätte. Mhm, hier ist auch noch was. Da ist das. Nachtsichtgerät aufsetzen hier. Da. Nummer 29. Na, findet man noch was? Oh ja, hier ist noch was. So, jetzt haben wir über 40 Mal. Vielleicht schaffen wir die 50. Da hätten wir einmal ein komplettes 100%, dass wir uns 100% wiederholen können. Wir sind ja bei 130%. 47, 48, na bitte, ja, die nehmen wir noch mit und dann machen wir Feierabend, dann gehen wir zu unserer Frau. Da machen wir lieber morgen früh noch ein paar Messer. Gut. Machen wir erstmal hier ein bisschen Feuer. Unsere Badilda ist schon im Bett. Dann legen wir uns nachher gleich mal drauf. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns dann im Winter wieder, wenn wir das Paket für den Sambo ausliefern. Ich sag dann mal schon tschüss. Frau Reisinger geht's. Alles klar. Tschüss.